Bei der Besetzung von Vito, dem Besitzer einer Pizzabude, gelang mir ein echter Besetzungs-Coup. Markus Weber in dieser Rolle, ein Mann wie Marlon Brando. Ich muss vor ihm auf die Knie gehen. Ich bin so begeistert von Andreas, darf ich das dann nach den Dreharbeiten behalten? Hallo. 60. Nur der gute Vito, mein Don, erbarmte sich meiner. Pizzen werden im Film ausgeliefert und die sollte man im Film auch sehen, was mit der tatkräftigen Unterstützung der Familie Gerli auch gelang. Die größte Herausforderung, Pizzaschachtel zusammenbauen. 50 Stück braucht man. Wir nehmen mehr. So, die größte Herausforderung jetzt, wie kriegen wir 50 Pizzaschachteln auf dieses Fahrrad? Noch gar nicht.